Hallo meine Lieben, willkommen zurück zum Turing-Test und ja, viel Vergnügen. The Turing-Test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. Ja, das ist richtig. Das ist das chinesische Zimmer, heißt es auf Deutsch. Und ja. Schon so, du bist ein Mensch, du bist in diesem Raum. Du kannst kein Wort Chinesisch. Dann kriegt man chinesische Geschichten reingeschickt mit chinesischen Schriftzeichen und man kriegt ein Buch, in dem genau erklärt wird, welche Zeichen man wie benutzen muss. Ja? Und wenn dann Fragen gestellt werden auf Chinesisch, diese Zeichen, das wird auch erklärt und dann wird gesagt, was man auf welche Frage antworten muss. Und jetzt steht draußen ein chinesischer Muttersprachler, du schickst ihm deine Antwort raus und dann denkt er, oh, da ist einer drin, der spricht selbstverständlich auch chinesisch. Aha, ein neues System. Aber du sprichst kein Wort chinesisch. Versteht ihr? Man spricht kein Wort chinesisch. Und so ist es mit der Maschine. Und das ist genau das, was ich eben auch denke, dass die Maschine, die ist eine Maschine. Und wir können ihr alles erklären, alles beibringen aus dem Buch, aber sie wird es nie verstehen, weil sie kein Bewusstsein hat. Ja, sie hat kein Bewusstsein. Sie kann kein echtes Verständnis erlangen. Und das ist das chinesische Zimmer. Und wie er gerade gesagt hat. Because the responses you pass back through the door are the correct responses. The person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Mm-hmm. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation. While the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? Okay. Genau, es hat erst quasi nochmal erklärt, was ich gerade schon gespoilert habe. Sorry, tut mir leid. I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom, or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Okay, alles klar. Diese Strahlen töten uns nicht, diese Strahlen unterbrechen. Okay. Nettes Spiel, ich finde es richtig, richtig gut eigentlich, um ehrlich zu sein. Und ich mag auch diese Geschichten und es ist ja klar, was dabei rauskommt. Der Roboter muss ja der Böse sein irgendwie. Oder nicht. Oder nicht. Oder doch? Wer weiß. Wer weiß. Niemand weiß es. So. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich habe ja am Ton geschraubt, weil nämlich die Tastatur so laut war und die Maus. Das ging gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, komm. Ich arbeite am Ton und ich hoffe, es ist jetzt besser.
Ja, ich hoffe es wirklich sehr. Verflucht. Wie sollen wir hier durch? Wie sollen wir jemals hier durchkommen? Ah. Auf diese Art und Weise. Das ist so witzig. Es ist ja so witzig. Oh ja. Nee, und das macht mir auch dann viel mehr Spaß. Es ist immer nur wichtig, jetzt beim Aufnehmen eben den Sweet Spot zu finden zwischen Noise Reduction und zwischen Aufnahme. Das ist auch Crew Quarters. Okay. Das klingt doch gut, Krug. Und wir haben vorher einen laufen in der letzten Folge. Da ist einer gelaufen, definitiv. Ne, den Sweet Spot finden zwischen, dass ihr mich hört und dass man aber die Tastatur nicht hört. It looks abandoned. Ja, it looks abandoned. Captain Daniel McLean, links, WC, rechts, selbst aufs WC. Nein, geschlossen. Notice. Okay, I do not see the need for so many cameras. Tom's presence everywhere is slightly oppressive. I understand the need of for transparency, but why is he in the toilets? Okay, also er ist überall, der Tom. Das gibt's ja nicht. Ich verstehe das schon, dass er da sein muss, aber auf dem Klo? Echt jetzt? Leute, echt jetzt auf dem Klo? Don't touch. This is the fifth time. Nicht berührend. Das wird schon zum fünften Mal so. Okay. Können wir da was sehen? Nö, auch nichts. Dr. Sarah Brooke, links Chris McLean. Hier, aber Chris McLean? Daniel McLean? Ah, Chris McLean, okay. Oh, da können wir sogar rein. Oh, hübsch sieht's aus. Oi. Oh, Canada. Na, 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 na. What's this? Pillen? Was für ein hässliches Ding ist das denn? Okay. Rilosol-Kapseln. 50 Milligramm. Und was steht hier drauf? Ja, und so weiter. Alles klar. Okay, okay. So, hier. Bolie? Keine Ahnung, kann es nicht lesen. I cannot read it. Tom Touch OS. Okay. Schau mal hier. Ah, der gute alte Stein. Ich hab's. So einen ähnlichen habe ich auch. So einen ähnlichen habe ich auch, der Klassiker. Baseballschläger. Baseballbat. Okay, cool. Bin hier immer noch auf der. Da spiegelt jetzt Kanada hinten drin, die Flagge. Und das finde ich gut, aber. Da wir uns nicht bewegen können, kann es auch einfach reinprogrammiert sein und keine echte Reflexion sein. Schade. Ashiyama, ein Touchpad, ein iPad. Alter, halt. Mit Foto, okay. Me and Dan. 24. Okay, cool. Ha? Hell. Oh mein Gott. Da steht nicht hell. Leute, hier steht nicht Hölle. H-E-L-L, hell. Oder steht da help. Oh Gott, das ist ganz schlecht. Leute, wenn das ein Horrorspiel wird, ich schreie. Ich kündige. Ich kündige, ich spiele das nicht weiter. Also, Drilling Report. Chris McLean. Chris McLean. Drill Malfunction. Oh. Expected Delays. Alles klar. International Space Agency. Because we care. Okay. G.
Shira, 23. Okay, cool. Ich finde das echt schön. Können Sie stolz sein auf ihr? Für Eishockey und was sie da haben, da ist das Stuhl umgefallen. Warum? Okay. Nehmen wir auf der Suche nach einem Passwort oder sowas. Echt jetzt? Da gibt's nichts zu sehen? Christopher McLean. Eine Schnäpselflasche. Aber eine hübsche Schnäpselflasche mit Lederumzug. Cool. Sieht richtig geil aus. Und hier. Was ist das? Das ist die Erde. Alles klar. Berlin, Paris, Kopenhagen. Ein Globus. Ich finde, ich mag Globuli. Globuli. Nein, ich mag Globus. Globen. Globusse. Stopp. Dr. Sarah Brooke. Alles klar. Denken wir mal ein. Was gibt's bei ihr zu sehen? Aber sie hat auch diesen Subwoofer-Dings da. Okay, den haben wir ja schon mal gesehen. Okay, lieber Tom. Weil ich weiß, dass du sowieso immer zuschaust, dachte ich, ich schreibe dir einen Brief. As you no longer reside in my mind, I've decided to transfer my thoughts to text. Seit du nicht länger in meinem Geist drin bist, okay, habe ich entschieden, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Und das möchte ich in Form einer Geschichtsstunde tun. Eine Stunde, die du vielleicht findest. Aber es ist mehr für mich als für dich. Na gut. Alan Turing wird als der Vater der theoretischen Computerwissenschaft anerkannt und auch der künstlichen Intelligenz. Der vielleicht weniger bekannte Teil seines Lebens waren seine Contributions zum Feld der Biologie. Okay, da hat er nämlich auch was gemacht, der Turing, was in Biologie. Und warum, glaubst du, lagen seine Interessen in zwei grundverschiedenen Feldern? Ich vermute, es war, weil er glaubte, dass die Welt logisch und verständlich sei. Er war ein Mathematiker. Er schien zu glauben, dass die große Komplexität des Universums mit einfachen Regeln erklärt werden könnte. 2 Jahre vor seinem Selbstmord 1952 hat Alan Turing etwas entwickelt namens Reaction Diffusion Systems. Okay, Reaction Diffusion Systems, okay. Innerhalb der akademischen Welt ist dieses Werk mehr wichtiger als seine Arbeit über Computer. Und wenn man es einfach so generell formalisieren möchte, dann kommt diese Gleichung hier raus. Und da bin ich jetzt ganz schlecht. Ist das ein Phi? Pi, Q, Del, D, Delta, Quadrat, Q, R, sorry. Ich bin da zu schlecht in Mathe. Ich bin kein Mathematiker. Aber in einfachem Englisch beschreibt diese Gleichung Dinge, die wir gerne diffusen, verwirren, verändern oder was unscharf machen, oder nicht? Jedoch, die auch entschärfen, Dinge, die wir entschärfen möchten, to diffuse a bomb, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall diese Sachen, die reagieren auch miteinander während dem Prozess. Ich bin mir sicher, das hört sich für dich komisch an oder zumindest ich bin mir sicher, das hört sich für dich komisch an oder dass es mit unserem Leben hier in Europa sehr wenig zu tun hat. Und welche Relevanz hat es dann zu allem, was wir hier gerade erleben? Reaction Diffusion Systems zeigen, wie Pfade erschaffen werden. Sie zeigen, wie ein Leopard zu seinem Jagdplatz geht und wie das Zebra seine Streifen bekommt. But my interest here is Turing's interest. Aber was mich wirklich interessiert, ist das, was Turing daran interessiert hat. Nämlich, dass die Natur in eine Formel gepresst werden kann.
that we can understand the natural world in mathematical terms. Dass wir die natürliche Welt in mathematischen Formeln verstehen können. Turing hat einen Test erschaffen, um diese Fragen zu beantworten. Kann eine Maschine einen Menschen mimen, darstellen, impersonate? Kann sie sich wie ein Mensch verhalten? Kann sie ein Mensch sein? Und das Besondere behind that being, the intrigue behind that being, can the human be simulated by a machine? The intrigue behind that being. Okay, gut, also kann der menschliche Verstand von einer Maschine simuliert werden? Warum diese Frage fragen? Na, um zu beweisen, dass das menschliche nicht Gehirn, das menschliche Verständnis, das menschliche Sein, die Seele, eine Maschine ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Turings Meinung ist oder nicht. Denn betreffend des Bewusstseins sagt er Folgendes. According to the most extreme form of this view, the only way by which one could be sure the machine thinks is to be the machine and to feel oneself thinking. Okay, das ist ein bisschen schwieriger jetzt. Also, wenn man sich die extremste Art und Weise dieser Sichtweise anschaut, dann ist die einzige Art, wie man sich sicher sein kann, dass eine Maschine denkt, wäre es die Maschine zu sein und selbst zu fühlen, dass man denkt. One could then describe these feelings to the world, but of course no one would be justified in taking any notice. Und das könnte man jetzt, und diese Gefühle könnte man jetzt der Welt mitteilen. Aber natürlich würde niemand sagen, dass das stimmt, was du sagst. Wie sollen wir dir auch glauben als Maschine? Likewise, according to this view, the only way to know that a man thinks is to be that particular man. Genau. Und es ist genauso, das ist die einzige Art und Weise zu verstehen, wie jemand denkt, wäre es dieser Mensch eben zu sein. Also ich kann nicht mir vorstellen, wie du denkst. Du denkst anders als ich. Das ist doch spannend. Und nur du alleine, du ganz alleine für dich, kannst wissen, wie du denkst und dass du existierst. Ich kann das nicht feststellen. Du könntest auch eine Maschine sein. Mit du meine ich dich, Zuschauer. Ja? Du könntest eine Maschine sein. Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass ich keine bin, weil ich doch meinen Verstand habe und mein Selbst, meine Seele. Ja? Und deswegen bin ich ich und du bist du. Aber ich kann das nur für mich selbst behaupten und nicht für dich. Okay. Ah, toll. Wenn die menschliche Seele, also ich mache jetzt mal Mind, sag ich mal Seele, ja. If the human mind exists within the physical world, it obeys the same rules and physics of chemistry and other things. Also wenn die Seele in der physischen Welt existiert, dann muss sie auch denselben physikalischen und chemischen Regeln folgen, wie jedes andere Ding in der Welt. Therefore, like all of nature, it is merely reactive. Daher ist es so wie alles aus der Natur reaktiv. It is curious that nature would create through the mechanics of determinism creatures that believe they have free will. It's curious. Also es ist spannend, dass die Natur was erschafft, Kreaturen erschafft, die glauben, sie haben einen eigenen freien Willen. Conversely, I suppose, also es ist schwierig, if we conclude that we are all machines, we only came to this conclusion in a predetermined manner. Okay, daher schlage ich vor, wenn wir beschließen, dass wir alle Maschinen sind, dann kommen wir zu diesem Schluss, weil er vorherbestimmt ist. Weil er vorher schon in uns festgelegt war, dass wir das glauben sollen. We cannot claim credit for our discovery. Okay, wir können nicht sagen, dass wir das entdeckt haben, weil es ist einfach nur ein Produkt des Genies der Natur und nicht unseres eigenen. Das ist eine a humbling idea, I think. Behaviorism. Ja, das ist eine Idee, die uns dankbar machen sollte, oder wo wir sagen sollen, okay, die uns klein macht. Nein, humbling, ihr wisst schon. Vielleicht sind wir ähnlicher, als wir denken. Okay.
Na gut, vielleicht sind wir wirklich ähnlicher, als wir denken. Ein Hund. Ein Stift. Noch ein Stift. Noch ein Stift. Okay, die werden alle wieder schön zurückgelegt. Ihren Computer kann man nicht einschalten. Blumenbild. Also sie hat halt ein paar andere Sachen als er. Das hier ist ein Zahlencode am Stock. Alles klar. Aha, oh, hübsch. Because we care. Was hat sie hier? Ein Kreuz. Ist sie Christin? Ist sie gläubig? Alles klar. Und hier die 5.3, also Kapitel 5, die Zellen Telomere. Science Biology von Clark Bruce. Okay. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich das so erbärmlich übersetzt habe, aber ich hoffe, ihr konntet es grob verstehen, um was es geht. Hier haben wir Reagenzgläser. Alles klar, cool. Hier haben wir Ordner. Isaac Cook. Cock. Ein Cockbook. Okay. Und sie hat dieselben Medikamente. Rilosol wie der andere auch. Okay. Cool. Was stand hier drauf? Strange thermals on the west side of the crater. Okay, es sind komische Wärmebedingungen an der westlichen Seite des Kraters. Alles klar. Boah, bin ich erschrocken, mein lieber Mann. Dr. Soichi Yui. Und Mikael, ich habe Mikael falsch übersetzt, also nehmt es mir nicht übel, dass ich im ersten Teil bei der Untertitel-Übersetzung Mikael falsch geschrieben habe. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, okay? Gehen wir mal zu Mikael, dem alten Russen. Ah, Künstler, okay. Wie heißt das nicht? Vermeer oder was? Vermeer? Sagt mir das jetzt als erstes? Springt mir ins Gesicht und Spritzen, okay, alles klar. Da war doch gerade ein Text drauf, oder? Nee. Doch, ja, doch. Ja, und wo ist der Text jetzt hin? Verschwindet der beim Angucken? Also Morphin. Okay, hat er sich Morphium also genommen. Dann hat er wohl Schmerzen gehabt. KRW und seine Palette. Die ist aber auch sauber eigentlich. Die Palette. Okay, jedenfalls. Er hat auch dasselbe Rilosol. Aber auch hier hat er diese. Also die Farben. Das sind die Farben. So sind die Farben. Er hat auch einen Hund. Der beste Freund des Menschen. Okay. Oh je. Oh je. Das übersetze ich euch jetzt aber nicht komplett. Das könnt ihr vergessen. Das lese ich jetzt auch nicht komplett durch. Naja gut, ein bisschen. Lesen wir es ein bisschen durch, okay? 6. März. Das ganze Team ist seekrank geworden. Wegen einem großen elektrischen Sturm in Europas Atmosphäre. Ich bin besorgt. Das war kein Fall von Massenhysterie. Lebenszeichen waren betroffen. Okay, und so weiter. So, und jetzt geht's weiter. Er hat die Seekrankheit der ISA gemeldet, ISA gemeldet. Und die haben eine Erklärung einer elektrischen Störung unseres zentralen Nervensystems uns mitgeteilt. Und das ist lächerlich. Und so weiter, okay. Ich habe herausgefunden, dass die elektrischen Felder unsere Telemetrie-Implantate. Ah, okay. Die haben also Implantate alle. Unsere Telemetrie-Implantate beeinflussen in einer Art und Weise, die wir nicht erwartet haben. Okay. To disturb the implant. Okay. Ich wollte das Implantat eventuell entfernen oder was damit machen und Tom fand es gar nicht gut. Tom fand es sogar richtig schlecht, dass ich an dem Implantat was machen wollte. Okay. Oh je. Die ISA haben zurückgemeldet, dass wir die Implantate nicht verändern dürfen. Okay. Und sie haben außerdem gesagt, ich soll bitte mit dem Team nicht darüber sprechen. Dann kommt was Russisches, das weiß ich nicht, aber ich werde weiter forschen. Gut, ich habe jetzt außerhalb von Toms Sichtfeld weitere Experimente gemacht. Und jetzt. Ich weiß, dass er davon weiß. Er hat sich mir gegenüber anders benommen. Wie ein beleidigtes Kind. Und ich fühle sogar noch erhöhte Sehkrankheit. Diese Implantate
scheinen eine neurale Verbindung zu haben. Out-of-body experiences are more frequent. Okay, also außerkörperliche Erfahrungen sind jetzt häufiger. Echt ja voll spannend. Voll gut, dass wir das doch lesen. So. Ich habe jetzt doch einen Zusammenhang, einen definitiven Zusammenhang herausgefunden. Und zwar, entgegen meines Wissens wurde mir ein Gerät implantiert, das meinen Geist beeinflusst. Okay. Ich habe meine Chancen genutzt und in regelmäßigen Gesundheitschecks, um die Crew to investigate the Crew, um die Crew halt, keine Ahnung, zu investigaten, okay? Wir alle haben die. Jeder einzelne von uns hat so ein geistveränderndes Ding in sich. To worry about my mental. Okay, Tom hat dem Team quasi eingetrichtert, sich um meine geistige Gesundheit Sorgen zu machen. Ja. Er hat außerdem gesagt, ich soll mich doch von der Crew zurückziehen. Missinformation. Da kommt was Russisches. Okay. 26. März. Jetzt. I cannot will myself to investigate this further. Okay, ich kann mich nicht dazu bringen, dem weiter nachzugehen. Ich werde jetzt richtig schnell müde. Ich kann auch nicht gerade denken. Ich bin nicht sicher, ob das Implantat meine Gedanken in irgendeiner Weise noch beeinträchtigt. Ich glaube, es versucht, meinen Geist zu unterdrücken. I'm going to attempt an excision. Ah, okay. Ich glaube, ich werde versuchen, das Implantat rauszumachen. 26. März, kommt der 4. April. Ich schreibe jetzt in meiner linken Hand. Okay. Der Versuch schlug fehl. Ich hab das Implantat erfolgreich entfernt. Leider habe ich dabei meine Hand verloren bei der Operation. Okay. Tom ist sehr sauer. Die Crew spricht nicht mehr mit mir. Offensichtlich bin ich ein schlechter Einfluss. Sarah patcht mich ab. Sarah hat mich quasi zusammengenäht oder halt mit der Hand geholfen. 5. April, ein Tag später. Ich frage mich, ob die Natur des Organismus... Was? Oder, awakening from Tom's influence. I wonder if the nature of the... Aha, okay. Also er ist jetzt irgendwie Toms Einfluss entkommen. Und wenn es so wäre, dann ist das eine besorgniserregende Offenbarung. Vielleicht ist dieser Organismus nicht so freundlich. Welcher Organismus? Okay. So, 6. April. Dan hat mich informiert, dass die ESA have called for my termination. Okay, also sie möchten ihn quasi ausschalten. Sie möchten ihn umbringen. Ja, auf Deutsch. Mein masochistisches Experiment zeigt, dass ich eine Gefahr für die Mission bin. Gott sei Dank. Hat er beschlossen, mich nicht in der Brig einzusperren. Ich werde dieses Implantat weiter untersuchen. Ich muss meine Arbeit verstecken. Das Team wird immer aggressiver. Sie scheinen meine Arbeit... Sie scheinen gegen meine Arbeit zu sein, das Implantat zu verstehen. Also sie möchten nicht, dass ich das Implantat verstehe. Und es hilft nicht gerade, dass Tommy ihn auch noch unterstützt, mir zu misstrauen. 7. April. Ich habe es rausgefunden. Ich habe die Natur des Implantates herausgefunden. Es ist ein komplexer Computer. It interfaces with the human mind directly. Er steht direkt mit dem menschlichen Geist in Verbindung. It seems to condition the mind through Pavlovian instrument. Okay, er scheint den Geist zu konditionieren auf pavlovische und instrumentale Art und Weise. Eliciting feelings of euphoria when the wearer is obedient. Okay, also wenn derjenige, der das Implantat trägt, das Richtige macht, dann kriegt er euphorische Gefühle. Und wenn er das Falsche macht, dann kriegt er das Gegenteil von euphorischen Gefühlen. Außerdem senkt es den freien Willen. Oh, okay, das macht uns quasi alle zu Sklaven. Okay. Es scheint, dass das Interface
Okay, mit den motorischen Neuronenzellen durch den Cerebellum, das ist ein Teil des Gehirns, ja, interagiert. Es ist meine Hypothese, dass die Crew von diesem Implantat kontrolliert wird. Und that is the stronger version to helping me. Genau, und das ist nämlich ihre ganz starke Abneigung, mir zu helfen, erklärt sich dadurch. Okay. Und ich brauche eine Methode, um den Einfluss dieses Implantats zu unterdrücken. Vielleicht eine Droge? Rilosol? Ah, deswegen haben wir bei jedem Rilosol gefunden. Okay. Vielleicht ein Antidepressiva, um die Konditionierungseffekte zu minimieren. Und das kombiniert mit einem starken elektromagnetischen Feld? Ich könnte einen dieser industriellen Elektromagnete benutzen, von den Konstruktionsrobotern. Letzter Eintrag, 8. April. Okay. Ich habe es geschafft, Chris auf meine Seite zu bekommen. Er hat zugestimmt. Er hat zugestimmt, bei mir im Privaten einige medizinische Vorgänge zu testen. Es wird natürlich viel schwieriger mit einer Hand nur sein, aber ich muss durchhalten. Hoping to keep it. Ich hoffe, dass ich das schaffe, vor Tom zu verbergen. Wobei ich das Gefühl habe, dass er immer noch zuhören wird. Okay, Leute, das war ja richtig spannend, ey. Guter Mann hat seine Hand verloren. Ja. Dr. Mikhail Tokarev. Ja, also die haben alle ein Implantat. Deswegen sind hier diese ganzen medizinischen Sachen drin. Weil die sich das rausgemacht haben, das Implantat. Ja. Ohne dass Tom das sieht. Und dieses Rilosol hilft quasi, den Kopf da frei zu kriegen. Ja. Oh, jetzt immer noch beim Japaner. Da gehen wir auch hin, beim Dr. Soichi Yui. Leute, ich hoffe sehr, die Folge langweilt euch nicht, aber die ist richtig, richtig gut. Das macht mega Spaß. Wow. Okay, der ist schon mit seiner Frau. Ein hübsches Pärchen. Und da hat er möchte ihren Antrag machen. Da ist so der Ring, sie zu knechten. Ja. Und sie alle auf ewig zu binden. Gut, die alte Star Trek-Tasse. Ja, Würfel, ein Bonsai. Wundervoll. Noch eine Tasse? Aber da gibt es nichts. Oh je. Yeah. Okay. Exobiologe. Da hat er nochmal einen Würfel, aber ein bisschen verdreht, alles klar. Was hat er hier? Eine Uhr. Mit Gravur, aber ich glaube, das ist nur ein Hersteller oder sowas. Oh je, da gibt es auch so viel Text zu lesen. Das machen wir aber nicht jetzt, machen wir nicht in der Folge. Können wir ja gar nicht. Ja, ein Bogen von einer... das ist zu groß für eine Violine, ja? Das ist eine Bratsche. Ich würde sagen, Cello ist es nicht. Für eine Violine ist es zu groß, das muss eine Bratsche sein. Also, okay. Motion Sickness Relief. Ah, okay. Das ist genau diese Nausea, diese Sehkrankheit. Und da hat er auch Rilosol. Ich frage mich, warum man diese Sachen in die Hand nehmen kann, wenn es nichts bringt. Das frage ich mich wirklich. Und was steht auf dem Pad? Noch viel mehr. Oh Gott. Freunde, wir schauen uns das an, aber nicht diese Folge. Also meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt stark. Es ist total spannend. Ich finde, also ohne Witz, ich finde es richtig gut, aber es erklärt sich jetzt immer mehr. Immer mehr die Geschichte von dem Spiel kommt raus und ist nach so kurzer Zeit eigentlich schon, gell? Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Twist, an der kommt. Und ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und ein Abo da und ich hoffe, dass der Sound jetzt besser ist ein bisschen, weil ich konnte selber das Klicken gar nicht mehr ertragen. Und ja, macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.